Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Witcher 3 Wild Hunt. Beim letzten Mal sind wir in der Mission der Herr von Undvik stehen geblieben. Wir suchen nämlich immer noch Verbündete für unseren Kampf gegen die wilde Jagd. Und da sind wir halt hier stehen geblieben, in diesem dunklen Ort, wo ich immer noch nichts sehe. Falls ihr den letzten Part verpasst habt, übers i kommt ihr da hin, wie immer. Zumindest, wenn ich nicht so dämlich war, das einzustellen. Aber ich hoffe nicht. So, beim letzten Mal hatten wir auch am Ende diesen nervigen Kampf, ich erinnere mich noch. Ist nämlich für mich eine neue Aufnahme, darum ist nicht mehr alles da, aber das Wichtigste. Hier geht's nicht weiter. Ah doch, hier ist was. Da lang, okay. Ich bin blind. Eine kurze Anmerkung für die... Greifen die an? Für die nächsten... 2,5 bis 3 Wochen. Gehe ich mal kurz weg. Werden nur 2 Parts von dem Projekt kommen. Ich bin nämlich jetzt in der Klausurenphase von der Uni und das geht natürlich vor. Deswegen versuche ich es jetzt so hinzubekommen, dass es regelmäßig kommt. Ich versuche, dass es immer Dienstag und vielleicht so ja, Freitag oder Samstag, ich bin mir da noch nicht sicher, wird damit eins, also wie bin ich denn jetzt gestorben? War die Explosion so stark? Okay. Damit einfach die Projekte oder es immer noch regelmäßig kommt, aber für diesen Zeitraum dann halt weniger. Danach habe ich aber umso mehr Zeit, weil dann ist Semesterferien und dann kann das wieder sehr regelmäßig kommen. Aber ihr habt sicher schon gemerkt, dass die letzten Tage da generell oder ja in der letzten Woche das schon ein bisschen weniger kam. Weil ich halt einfach nicht so dazu kam. Es wird also für mich noch 2 Aufnahmen geben. Davor, jetzt heute und mal schauen, wann ich noch Zeit finde. Ich werde aber jetzt nicht alle Parts für die Zeit aufnehmen können. Darum schauen wir mal. Und ich hoffe, bis dahin kommen wir dann mit zumindest der Mission hier der Verbündeten mal durch. Weil die beschäftigt uns jetzt auch schon ein bisschen. Und dann können wir, sobald das rum ist, weil ich habe dann ziemlich lange Semesterferien, kommt auch schon bald Starfield, das nächste große RPG, was ich gerne hier auch spielen möchte. Darum schauen wir mal. So, jetzt bin ich hier aber gut vorbereitet. Da kam der her. Okay. Den habe ich halt, also ich habe schon gemerkt, aber ich habe nicht gemerkt, dass das so viel Schaden macht. Hier waren wir. Warum sind wir jetzt so rum? Wir hätten es leicht haben können. So wie beim letzten Mal. Ja, hallo? Nö, da kommen wir nicht rein. Gut. Dann gehen wir halt außen rum. Ja, hier. Okay, diesmal keine Animation. Die ist nur vorbehalten fürs erste Mal. Oder für die Mission. Da hat's aha. Aha, ich habe einen Bug. Kein schlimmer, aber wir haben einen gefunden. So, hier waren wir. Okay, jetzt weiß ich, wofür der Raum damals da war. Dann zeige ich dir die Mäuse. Das habe ich jetzt nicht verstanden, Geralt, aber gut. Wo können wir denn noch hin? Hier kommen wir nicht durch, aber vielleicht weiter nach hinten. Oder hier. Ah, guck mal. Viele alte Spuren. Der Riese muss hier oft entlang gegangen sein. Ja, vielleicht ist er da jetzt ja auch wieder lang gegangen. Wir haben den ja beim letzten Mal gesehen gehabt und dort ist er vor uns geflohen. Oder zumindest gegangen. Wir waren ja da in diesem Schiff und haben den einen Schiffsbrüchigen dort gefunden. Finde das Lager von Halmir. Wir müssen anscheinend nochmal hoch. Anscheinend war das noch nicht alles, aber ich tippe mal, wir müssen den Spuren dann folgen. Was könnte denn noch von Interesse sein? Nehmen wir mit, aber das war's nicht. Ich habe das Gefühl, noch einen Geist zu hören, aber vielleicht soll das auch einfach nur der Wind sein. Hier haben wir nichts. Also ich würde jetzt einfach den Spuren vielleicht vom Riesen sonst folgen. Aber wir können auch mal ums Haus gucken, das kann natürlich auch sein. Dass da draußen noch irgendwas Interessantes auf uns wartet, aber das sieht mir... Waren wir hier schon? Nö. Aber hier ist auch
Nichts. Nada, gut. Dann gehen wir wieder einmal rum. Weil hier kommen wir nicht vor, oder? Kommen wir hier hoch? Nee, da hat Geralt keine Lust. Dann gehen wir einmal außen rum und schauen, wie wir da hochkommen. So, ach nee, da kamen wir nicht rein. Oder hier. Aber das Ding ist auch egal. Ich tippe, es sind die Spuren. Vielleicht geht auch die Karte einfach dann nur nicht weiter. Guck hier nochmal, aber falls ihr was seht, schreit ganz laut, aber ich glaube, das kriege ich erstens nicht. Okay, das sind die Fußspuren. Glaube, ich krieg's nicht mit, wollte ich sagen. Und ich glaube, das käme ein bisschen spät. Es müssen die eigentlich sein. Die sind auch noch rot. Oder hätte ich einfach nur von Anfang an denen hier folgen müssen? Ich folge denen einfach mal. Mal gucken. Wenn nicht, müssen wir zurückrennen, aber die werden zumindest markiert. Darum schauen wir mal. Aber seht ihr einen Riesen? Ich noch nicht. Zum Glück auch. Wir gehen voran. Aber merkwürdig, war da schon mal in irgendeiner Mission, dass dann der Marker nicht mitgegangen ist? Okay, da hinten gehen sie hoch. Können wir die hier wieder analysieren? Nee. Hier kommen wir aber auch nicht hoch, oder? Und hier auch nicht. Wir müssen außen rum und außen rum ist wahrscheinlich hier lang. Wir schauen mal. Spiel wird gespeichert. Ah, irgendwie sieht das auch nicht richtig aus, wenn ich ehrlich... Ja, sieht das richtig aus? So wahrscheinlich nicht, aber ich würde es nochmal versuchen. Das wirkte fast so gut, dass es nicht funktioniert. Ah, nee. Konnte hier nicht springen. Kommen wir hier irgendwo lang? Ah, vielleicht. Komm, Geralt. Geralt, sehr gut, Geralt. Maschine. Hier waren die Spuren. Das heißt, wir müssen aber noch höher. Und wahrscheinlich bis... Nein, 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 Geralt. Mach keine Scheiße. Okay, hier sind keine Spuren. Das ist jetzt gerade schlecht. Aber ich tippe mal, hier muss er irgendwo sein. Geh nochmal nach hinten. Hier müsste... Geralt, nicht. Fehlen mir jetzt die Spuren, weil ich einmal aus dem Modus... Geralt. Ah ne, hier ging's hoch. Okay, aber oben waren keine. Hä? Merkwürdig. Okay, gehen wir nochmal zurück. Bringt ja nichts. Quest sagt dort, vielleicht sagt Quest dann noch was anderes oder mehr. Und ich habe es übersehen. Hier vorne war aber auch nichts mehr, oder? Ist ja auch nicht im Bereich. Hier unten? Nee. Die Quest heißt aber auch nicht Folge den Spuren irgendwie, sondern einfach finde Hjalmar. 11 Meter. Komme ich da irgendwie... Ich hab da... Ich gehe mal dahin, wo 0 Meter ist. Achso, jetzt kommt in der Nähe. Anzünden. Ist davon einer Hjalmar? Ich würde ja sagen, nein. Bin ich jetzt so dumm, die Mission zu lösen? Normalerweise sind die nicht so schwierig in dem Spiel, wenn ich ehrlich bin. Aber hier irgendwie... Hier ist das anders. Wir könnten natürlich auch erstmal was anderes machen. Oh, warte mal, hier haben wir noch was. Was ist das denn? Zweigeteilt. Ja, schön, aber bringt mir nichts. Na gut, dann... könnte das einreißen, geht auch nicht, ne. Ich würde sagen, wir haben alles gefunden. Kann hier noch ein bisschen Stinker reinmachen. Hier ist auch nichts. Der Platz sieht sehr markant aus. Hm.
Und die Spuren haben wir auch schon analysiert. Langsam, ich will ja jetzt auch nicht nur hier rumhängen. Das wäre auch ein bisschen langweilig. Wir haben, glaube ich, noch eine andere Mission, oder? Ich gehe noch einmal außen rum. Ich werde das Gefühl nicht los, dass das vielleicht hinten dran ist, aber... Oder hey, oben drauf kommen wir wahrscheinlich nicht. Ist da irgendwo eine Leiter? Der Bereich ist halt hier drin, aber wahrscheinlich auch nur, weil es immer ein Runterbereich war. Hier hoch kommen wir auch nicht. Nö. Okay, dann einen Versuch gebe ich den Spuren noch, aber wenn nicht, machen wir erstmal eine andere Quest und dann schaue ich mal. Kann ja nicht sein. Kommen wir von hier? Da ist ja auch nicht mehr im Missionsgebiet. Oder ich habe einen Bug. Das kann natürlich auch sein. Das möchte ich nicht ausschließen, aber es wäre schon sehr blöd. Und normalerweise sind die Sachen hier nicht so unsichtbar, dass man sie nicht erkennen kann. Schau mal auf den anderen Monitor, aber zeig mir das bringt mir auch nichts. Dann zeig ich dir die Mäuse. Oder war das, oder habe ich die Mission verbuggt, weil ich hier schon mal vorher war? Ah, das glaube ich auch nicht. Darauf ist das Spiel normalerweise vorbereitet. Ich tippe mal, Chialma ist da, wo der Riese ist. Das heißt, wir folgen nochmal den Spuren und schauen mal, ob wir dann irgendwo noch eine Location finden, wo die hinführen. Ist ja auch eigentlich komisch, dass die direkt irgendwie weg sind. Aber nun gut. Und wenn nicht, wie gesagt, machen wir eine andere Quest. Ist mir dann zu dumm. Muss ich dann nur mal nachschauen. Der Herr von Undwig. Hm. So, hier geht es hoch. Und dann darüber. Kommen wir hier vielleicht auch noch hoch? Das sieht eher weniger aus. Wir könnten auch dem Weg folgen, aber ich weiß nicht, wie viel das bringt. Aber normalerweise würde man wahrscheinlich den Weg folgen. Hier runter, da war ja diese Schneise, oder? Die müsste doch hier irgendwo sein. Da war auch nichts, tippe ich mal. Hm. Was man höchstens auch noch einmal versuchen könnte, wäre, sich hoch zu porten, in der Hoffnung, dass das Spiel irgendwas resettet. Ich glaube, jetzt muss ich es eh machen, weil ich... Ich glaube, komm, wir porten uns nochmal hoch. Und wenn nicht, dann... Dann machen wir was anderes. Weil ich wüsste halt sonst echt nichts. Ah. Ist jetzt irgendwas Neues hier aufgeploppt? Fackel, Fackel, die sind wieder aus. Interessant. Hier haben wir irgendeine Blutspur, die wir analysieren können. Auch nicht. Hier ist nichts. Ein offenes Dach. Gut, ein Riese ist jetzt... Da ist das jetzt vielleicht nicht so verwunderlich. Hier kommen wir auch nicht hoch. Ist auch außerhalb des Gebiets. Und hier sind die Fußabdrücke. Und hier haben wir auch... Nee, das ist auch schon außerhalb des Gebiets. Es ist merkwürdig. Hier unten waren wir, da war ja nichts. Ich finde, das da hinten sieht immer noch so ein bisschen danach aus, aber da war ja auch nichts. Wir sehen auch keinen. Es ist eine komische Mission. Und da hoch ist er geklettert. Ist das Zufall, dass man da hochkommen soll? Ich weiß es nicht. Folg mal dem Weg. Vielleicht führt der mich hin, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Okay, hier ist auf jeden Fall was, was ich gelootet habe. Hier ist, das kannst du jetzt nicht tun. Auch interessante Formulierung. Und hier, war hier nicht dieser Angriff?
Er muss hier hochgegangen sein. Vielleicht ist er ins Dorf, aber... Vielleicht auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe eine Ahnung, wo ich gegen einen Riesen damals in meinem ersten Run gekämpft habe. Hier sind auf jeden Fall Gegner. Dachin, ich bin aber eigentlich... Hilft den Fremden. Na gut. Vielleicht hilft mir das. Ach komm, bleib unten. So. Grüß Gott, wer bist du denn? Hjalmar, suchen wir den nicht? Danke, Weißer. Ohne dich hätte das sicher länger gedauert. Und ich muss mich um Leif kümmern. Die Schweine haben ihm fast die Gedärme rausgerissen. Wir beide sind als Einzige übrig. Oh, stimmt. Du weißt es vielleicht noch nicht. Ich bin Hjalmar Ancreid. Ich werde deine Hilfe nie vergessen. Geralt von Riva. Der Geralt von Riva? Aus der Ballade von der Zauberin und dem Hexer? Du lebst noch. Sieht so aus. Richtig, verzeih. Hab nur gedacht, dass alles so lang her ist. Mein Vater hat mir von deinen Abenteuern erzählt. Nun, was suchst du auf Undweg? Naja, dich vor allem. Deine Leute, was ist aus ihnen geworden? Ach, erst gab's einen Sturm und dann kam diese verfluchten Sirenen. Ich hab sie mit einem Hornwalhorn vertrieben, aber eines Nachts war's plötzlich weg. Am nächsten Morgen hat der Riese uns überfallen, meinen halben Trupp zermalmt, hat Arvid gegen die Felsen geschleudert und sich Vigi unter den Arm geklemmt. Nur vier haben es hierher geschafft. Aber wäre alles glatt gelaufen, dann wäre die Ballade über unser heldenhaftes Abenteuer verdammt kurz geworden. Eher totgeweiht als heldenhaft. Nein, die Götter wollen nur wissen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Bald haben sie ihre Antwort. Naja, ich wurde geschickt. Dein Vater hat mich geschickt. Er braucht dich auf Ardskellig. Unmöglich. Vater weiß, dass ich erst zurückkomme, wenn der Riese tot ist. Es hat sich was geändert. Auf Ardskellig wird das Schicksal der ganzen Skelligen entschieden. Sie bereiten die Wahl eines neuen Königs vor. Das Schicksal der Skelligen entscheidet sich hier. Wenn ich diese Tat vollbringe, haben die Götter mich zum Herrschen auserwählt. Die anderen Thronanwärter warten bereits in Kaer Trolde. Dann muss ich mich wohl beeilen. Zeit, dem Riesen gegenüberzutreten. Kommst du mit? Dein Freund braucht Hilfe, gehen wir. Ja, fragen wir mal nach dem Freund. Wir sollten uns um deinen Freund kümmern. Richtig. Wir müssen seine Wunden versorgen. Das meinte ich nicht. Er ist tot. Was? Nein, der ist nur ohnmächtig. Hat nur etwas Blut verloren. Er ist tot, glaub mir. Er hat geschworen, seine Klinge ins Herz des Riesen zu stoßen. Bei den Knochen seiner Vorfahren. Gehen wir. Na gut, helfen wir ihnen noch. Das gehört ja jetzt zur Quest, gell, der Herr von Undweg. Ich frag mich, ob das so sein soll. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das Spiel jeden möglichen Weg offen hat, sodass man auch zuerst hierher kommt und nicht irgendwie den Rest machen soll. Das wirkte so komisch, dass ich dem Weg einfach folgen sollte. Aber gut, treten wir den Riesen gegenüber. Wir haben hier eine grobe Vermutung, wo er ist. Das Navi von Geralt, das irgendwie perfekt ist, weiß noch eher, wo es ist. Ja, ein Riese ist riesig. Und wir haben ihn auch schon gesehen. Geralt, hilf mir, das zu zerstören. So kommen wir sicher zur Höhle des Riesen. Eigentlich hat Geralt dafür einen Zauber, aber gut. Anders kommt man hier anscheinend auch nicht in die Höhle ohne die Story. Auch interessant. Schauen wir mal. Hier geht's durch. Dann tippe ich mal. Müssen wir da lang? Es wird kälter. Kann nicht mehr weit sein.
Ja, ich sehe noch keinen Riesen, aber es sieht aus wie eine Arena. Und man hört schon was. Vorsichtig. Ein falscher Schritt und er ist wach. Hey, schnell! Lass mich raus, bevor er aufwacht! Der Schlüssel müsste hier irgendwo sein. Warte. Weißt du, wie Vigi noch genannt wird? Der Spinner. Und das aus gutem Grund. Am besten bleibt er da drin, bis wir mit dem Riesen fertig sind. Was? Bist du jetzt völlig verrückt, Angret? Ich dachte, er wäre dein Kamerad. Das ist er. Deshalb weiß ich auch, was er tun wird. Na gut, dann lassen wir ihn erstmal dort. Also gut, dann sollte er lieber im Käfig bleiben. Was? Das wirst du mir büßen, Angret. Willst wohl den ganzen Ruhm allein einsacken? Lass mich sofort raus! Meide Schnee, wenn du darauf läufst, weckt das Knistern den Riesen. Wo ist denn der? Da hinten. Finde mit Hilfe deiner Hexersinne den Schlüssel. Okay, machen wir das mal. Langsam. Ich weiß jetzt nicht, wie genau das Spiel sowas trackt. Ich hätte mir da auch irgendwie eine andere Kameraposition gewünscht. Der gehört mir. Ja, ja, komm. Da gehen wir lang. Da scheint es einen Schlüssel zu geben. Zumindest was Rotes. Ist jetzt nicht so schlecht. Hey, lass mich raus. Schnell. Wo müssen wir hin? Hoch, vielleicht. Ich würde sagen, nein. Wenn ich jetzt hier runterrutsch, dann. Apropos runterrutschen. Dann ist der Riese wach, wollte ich sagen. Müssen wir zum Riesen, müssen wir. Ach, das ist der Riese. Ja. Aber was ist meine Quest? ich geh mal zu ihm. Hey. Okay, soll ich den doch freilassen? Also meine Schnee, wenn du darauf läufst, weckt das Knistern den Riesen. Sollen wir den jetzt bekämpfen oder nicht? Ich befreie den. Danke, Bruder. Werde ich nicht vergessen. Verschwinden wir von hier. Ja, aber erst wenn er tot ist. Na gut, kämpfen wir gegen den. Aber ich glaube, du bist vor allem. Warum geht er erstmal auf mich? Komm schon, komm näher. Da gehe ich mal gut zurück. Okay, das juckt den gar nicht. Oh, aber vielleicht auch nie. Okay, das war schon mal was. Okay, ich glaube, das war gut, dass wir den vorher befreit haben. Wer ist cooler? Geralt oder wir? Geralt oder wir? Der Eisriese oder wir, wollte ich sagen. Okay, das bringt nicht wirklich was. Gut, während der da so 3 Stunden ausholt, können wir den ja komplett besiegen. Ha 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 ha!
Aber wo sind die anderen? Danke für deine Hilfe, Weißer Wolf. Geralt der Riesentöter. Ich sorge dafür, dass die Skalden davon singen. Jeglicher Ruhm, der mit dem Tod des Riesen zusammenhängt, gebührt dir? Also gut, vielen Dank. Die Frage ist, brauchen wir... Ich würde sagen, wir gönnen es ihm, oder? Es wird uns nichts bringen. Hjalmar, der Riesentöter, klingt besser. Es war dein Unterfangen. Du hast dir den Ruhm verdient. Ich glaube, du hast recht. Verschwinden wir von hier. Will ich mich umsehen? Eigentlich nicht. Gehen wir. Alles, was gelootet werden kann, wurde wahrscheinlich automatisch gelootet. Segelst du zurück nach Artskellig? Ja. Schließlich werde ich gekrönt. Ich habe den Riesen getötet und Weg zurückgewonnen und meine ganze Mannschaft verloren. Wer hat sonst noch seinen Anspruch angemeldet? Sicher Blaujung Lugos und Otrik, Svanrik. Und Ceres. Ceres? Meine Schwester? Aber sie ist... Sie ist nach Spike Rock gesegelt. Sie hat alle überrascht. Das auch. Sie hat alle überrascht. Und Vater? Hat er sie unterstützt? Er hat sie eine verrückte Expedition machen lassen? Er war nicht sehr erfreut. Besonders, weil Ceres es ihm vorher nicht gesagt hatte. Mir auch nicht. Sie ist nach Spikerok gesegelt. Allein. Allein? Was um alles in der Welt hat sie sich dabei gedacht? Sie wollte Udalric helfen. Glaubst du nicht, dass sie es schafft? Bei den Göttern. Ceres. Hexer. Bist du zufällig auf dem Weg nach Spikerok? Ja. Ja, da wollte ich hin. Gut. Danke, Geralt. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Leb wohl, Ankret. Ja, warte mal, ich brauche mal einen Verbündeten. Hallo. Hoffen Brüder Skelligen. Crush und hilf Ceres Ultrix' rätselhaften Irrsinn zu lüften. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir jetzt mit ihm reden können. Das ging ja beim letzten Mal nicht. Beziehungsweise das machen wir beim nächsten Mal, weil ich sehe gerade, der Part ist schon zu Ende. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, er hat euch gefallen. Schaltet gerne beim nächsten Mal ein, wenn wir mit Krachregen, Krach, oder dann mit Ceres. Je nachdem, mit wem wir reden können. Bis zum nächsten Part, habt eine wunderbare Zeit, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss!